Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Für all die Neuen, herzlich willkommen auf meinem kleinen und feinen Beauty-Kanal. Und heute geht es um ein Valentins-Make-up in Kooperation wieder mit ganz, ganz vielen lieben YouTuberinnen. Und ich verlinke sie natürlich unten wieder in der Infobox. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich einmal los. Vorab würde ich mich gleich einmal über ein Abo freuen, über ein nettes Kommentar und einen Daumen nach oben. So, und jetzt starten wir gleich einmal los. Ich habe mir ein bisschen Inspiration natürlich geholt, habe mir so gedacht und geschaut, was könnte ich machen. Und ich trage als erstes einmal meinen Augenprimer von Revolution, die Ultra Pigment Base in Pink auf. Und die gebe ich mir einfach auf so ein kleines Schwämmchen. Was ich mir aber immer vorher mit so einem Setting Spray einfach einsprühe. Da gebe ich mal ein bisschen was drauf. Da ist auch nicht mehr ultra viel drinnen. Und genau, Spiegel. Spiegel, Spiegel. Und dann trage ich mal das so aufs Auge einfach auf. Dienstag, das könntet ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr einen Partner oder seid ihr solo? Oder ist euch der Tag eh mehr oder weniger egal? So, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, für welche Palette ich mich entschieden habe. Und zwar, es ist von meiner fast Lieblingsbrand, würde ich sagen, Cosmic Brushes, und zwar die Delicious and Delights Palette. Habe ich noch nicht ausgetestet und ich dachte mir, das passt perfekt einfach für Valentinstag, weil ich zeige euch die Palette jetzt gleich einmal und ich werde euch dann auch Swatches einblenden. Ich kann natürlich nicht die komplette Palette benutzen, aber ihr seht schon, diese pinky-rosa Reihe, und auf diesen Ton bin ich so gespannt. Und natürlich werden wir auch den irisierenden Ton, er schaut zwar hier grünlich aus, hier, man sieht es voll, aber der schimmert ins Violett eigentlich. Und ich dachte mir, wir könnten auch in dieser lila Reihe auch was benutzen. Und ja, genau. Sugar Plum, der schaut ja auch irgendwie voll cool aus, so lila zu blau. Ja, vielleicht kann ich beide irgendwie verwenden. Also diesen hier und diesen hier. Und in Inner Corner muss auf alle Fälle der hier dran glauben. Vielleicht machen wir es so rosa Flieder zu, ja, zu diesen lila einfach oder zu diesen helleren, das weiß ich noch nicht genau. Weil ich habe vor, dieses Mal relativ weit drauf zu schminken und mich da richtig auszutoben. Auch vielleicht mit Glitterliner, mit Strasssternchen. Also wir schauen einmal, was alles wird. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich einmal an. Wie gesagt, ich swatche euch die schnell, blende ich das jetzt dann ein. Und dann starten wir gleich einmal los. Also ich habe es mir fast gedacht und es ist fast genauso eingetroffen. Also am meisten überzeugt hat mich dieser Ton, dieser Ton, dieser Ton, aber auch, Moment, dieser Ton. Der ist viel, viel spezieller wie dieser hier. Ihr seht es auch schon und der strahlt richtig krass. Also wir werden sich jetzt was überlegen. Also ich fange hier mal an mit Marshmallow, das ist dieser rosa Ton, und ich habe hier auch noch Pinsel zum Austesten von Glamlight, und da werde ich gleich mal diesen bisschen größeren Pinsel gleich einmal probieren. Also es ist kein richtiger Blender, aber für ein Packing Brush ist er mal irgendwie zu buschig, keine Ahnung. Ich habe hier auch gleich einen riesen Spiegel dabei, den werde ich jetzt auch gleich benutzen. So.
Und dann schauen wir mal. Das war eine Sommerpalette, aber die kam erst relativ spät zu Monolith Shop. Monolith Shop, da könnt ihr alle Indie-Brands oder sehr, sehr viele Indie-Brands kaufen ohne Zoll. Da ist der Preis schon mit einberechnet. Und ja, der Pinsel ist mega cool. Der ist fürs Auftragen wie fürs Blenden eigentlich optimal. Und ich habe die erst im Dezember mir geholt oder holen können. Den Highlighter dazu habe ich schon viel, viel länger. Aber die Palette kam erst sehr, sehr spät, weil die ist einmal beim Zoll hängen geblieben. Und ja, die kam erst. Und ich habe schon sehnsüchtig gewartet auf diese Palette, weil ich mag die voll gerne. So, ich habe hier noch einen anderen Pinsel, sonst wäre ich gleich weitergegangen mit dem Pinsel. Und zwar ist das ein Blenderpinsel. Und ich gehe hier jetzt in eine krasse Farbe. Und zwar in dieses Pink gehe ich hier rein. Das heißt Smoothie. Und ich muss sagen, die Palette gefällt mir viel, viel besser, wie die Winter Wonderland Palette. Weil die Winter Wonderland Palette hat ein paar trockenere Shades drinnen, die was mir nicht so gut gefällt. So, damit gehe ich einmal bis hier oben einfach rein. So richtig bis unter die Augenbraue, weil heute lassen wir es so richtig knallen zu Valentinstag. Kann man ruhig schon mal ein bisschen mehr auftragen. Und das mache ich jetzt heute auch. Aber ich muss sagen, erstens einmal, die Töne lassen sich super verblenden. Sie tragen jetzt nicht übermäßig auf. Und ja, aber ich glaube, das ist auch der Pinsel, was sehr, sehr gut ist. Muss ich schon sagen. Und dieses Glam Light Brush Set habe ich mir auch dort bestellt, aber ich denke, das wird es nicht mehr geben. Also da muss man immer sehr schnell sein, weil es sind viele Sachen dann gleich wieder ausverkauft auf alle Fälle. So, jetzt machen wir weiter. Ich will ja natürlich so viele Farben wie möglich testen und ich denke einmal, ich werde mit Jelly Bean, das ist dieser mittlere lila Ton, werde ich einfach mit einem, schau mal, ob ich so einen Shader bin, also so einen Smudger. Mit dem ist es eigentlich ganz gut. Die Farbe heißt Jelly Bean, habe ich das schon gesagt? Weiß ich jetzt nicht. Und gehe hier mal entlang hier unten. Also wir haben ja gesagt, ne, wir knallen jetzt so richtig drauf. Und machen das hier unterm Auge gleich so richtig heftig. Ruhig ein bisschen stärker ausblenden. Und ich mache hier wieder so einen Fake Eyeliner drunter. Übrigens gehe ich heute auf ein Hardstyle-Event. Das heißt, es kann ruhig ein bisschen scheppern. Das ist überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Ich gehe nur normalerweise nicht zu Pink, aber macht da nichts, ne? Irgendwann ist immer das erste Mal. So, ich blende das jetzt, wie gesagt, ein bisschen großzügiger aus. Und ja, aber ich glaube, auf der anderen Seite habe ich es noch ein bisschen krasser gemacht. Deswegen machen wir das jetzt noch ein bisschen krasser auf alle Fälle. Genau. Jo, genau. Sehr gut. Dann haben wir das jetzt schon mal erledigt. Und jetzt brauche ich aber noch einen kleineren Blendepinsel auf alle Fälle fürs äußere Eck.
Und ja, dann nehme ich mal diesen hierher. Und dann gehe ich in Charms rein. Das ist dieses ganz dunkle Lila. Ich finde es ja cool, dass man die Palette so umbiegen kann. Also kann man den Spiegel, also man kann auch hier so die Palette so halten und kann man das echt gut verwenden. Vor allem für mich, wo ich nicht so gut sehe, deswegen gehe ich auch immer so nah ran, ist das super, weil ich dann richtig nah am Spiegel bin und die Farben stören mich dann nicht, ne? Also ich gehe hier entlang und verdunkle mir das Ganze mal. Lass mir aber dann noch ein Stückchen frei. Schön offen halten und geradeaus schauen, dass ihr wisst, wo ihr hinschminkt, weil je älter man wird, desto mehr fallen die Lider halt runter. Ne? Genau. Ich trage mir jetzt aber diesen lila Ton am ganzen Lid auf, um schon mal das Lid so ein bisschen vorzubereiten. Oben auch ausgeblendet, aber das überlege ich mir nachher noch, ob ich das so lasse oder ob ich das ein bisschen wegmache. Das weiß ich noch nicht. Als nächstes haben wir einen Liquid Eyeshadow von einer Limited Edition. Und zwar war das von Essence von der Chili Vanille Reihe. War das die Farbe 02 Vanilla Vibes Only. Genau. Und die Farbe ist so. Also die schaut sehr schön aus. Diejenigen, die was mich länger schauen, wissen, ich nehme das immer als Base. Und das ist sehr glitzerig. Oh mein Gott, ist das glitzerig. Jetzt glitzert hier die ganze Hand. Okay, heftig. Egal. Also. Ich nehme das jetzt, wie gesagt, als Base einfach. Und trage das hier auf. Und auch noch auf der anderen Seite. Ist auch nicht wirklich deckend, also wenn ihr den nehmt, ich wische den aber jetzt gleich nochmal ab, bevor ich den da wieder reinstecke. Wenn ihr den nur solo tragt, weiß ich nicht, ob der so full deckend ist, aber egal. Ich gehe jetzt einmal in diesen dunkleren Ton hier rein, der heißt Sprinkles, in diesen richtig krassen Multichrom. Grün, lila, goldig. Oh Gott, der ist so mega cool. Und setz mir den mal hier außen an. Der ist wirklich krass gut. Und die Palette ist nicht, war nicht so teuer. Ich glaube 35 Euro in dem Dreh. Und für das ist das halt mega, mega gut, ne? Dann werde ich noch, ich denke, ich werde in diesen Duochrom einfach reingehen als zweites. Der ist so lila zu blau. Der ist auch sehr, sehr schön. Den setze ich mir jetzt ins vordere Drittel ran, drauf. Das ist wirklich schön. Voll schön. Wirklich voll schön. Das gleiche mache ich mir auf der anderen Seite. Richtig, richtig toll. Genau. So, dann
geht's schon weiter. Und zwar habe ich noch einen neuen Pinsel. Das ist so perfekt für ein Inner Corner Shade. Und da gehe ich eben in diesen weißen Duochrome rein, in Delicious. Und mach mir mal ein Inner Corner Highlight. Man muss nur immer mit die Pinsel aufpassen, weil ich finde, die machen gleich immer das Fännchen halber kaputt. Also muss man aufpassen, inwiefern und wie tief man in das Fännchen reingeht. Ja, ist schon ein schöner Inner Corner Shade auf alle Fälle. Aber ich versuche mir das jetzt noch ein bisschen aufzubauen. Ja, ist aber, das ist schön. Das ist schön. Das ist okay. Also der Inner Cord Shade ist schön. Und ich gehe in den gleichen Pinsel, auch in Frosting. Das ist eben dieser schöne lila Schimmerton. Und werde mir den jetzt noch auf die untere Wasserlinie ein bisschen draufsetzen und das Ganze ein bisschen toppen. Beziehungsweise werde ich den auch ein bisschen ansprühen, dass man nicht alles runterrieselt. Unter der Augenpartie. Und ja, genau. Das Glitter drüber geben, weil erstens einmal muss ich ihn testen und zweitens einmal finde ich den voll schön. Das ist der With Love Cosmetics Breast Glitter. Ich habe da schon eine andere Farbe und ich finde die eigentlich richtig cool, muss ich sagen. Und der ist krass. Der schaut so rosa zu orange irgendwie aus. Seht ihr das? Sieht krass aus auf alle Fälle. Pink Lady heißt der auf alle Fälle. Und der hat so ein bisschen eine Base drunter, aber ich gehe auf Nummer sicher und gehe mir ins Zentrum von Lid einfach noch ein bisschen was von dem Dingens auf. Muss nur aufpassen, dass da nicht zu viel Glitzer jetzt darunter fällt. Also, ich gebe hier ins Zentrum nochmal was von dem Liquid Eyeshadow auf. Und dann gehe ich mit dem Finger da so rein und gebe mir nur ein bisschen was drauf. Also das ist schon fast zu viel. Und verteile mir das Ganze so ein bisschen aufs Lid. Ja. Das finde ich ehrlich nicht schlecht. Und der ist einfach nicht zu grob. Weil den was vom Rossmann gegeben hat, diesen von der Maxim Collection, der ist mir irgendwie ein bisschen zu grob. Aber den finde ich echt schön. Der ist nicht so ein grober Glitzer, da ist auch so eine Base drauf, aber ich fixiere das immer ein bisschen mit einem Liquid Eyeshadow. Ist mir ehrlich gesagt lieber. Stain auf meine Fingern vom Swatchen, das ist echt krass, ne? Und jetzt habe ich noch den ganzen Glitzer hier drauf. Egal. So, ich habe jetzt auch noch von der Scooby-Doo Collection von Wet n Wild, die leuchten im Dunkeln. Das ist ja auch mal krass, ne? Das sind so für den Körper und für das Gesicht sind das Stifte. Ich dachte mir, das wäre ja heute mega cool, wenn ich auf der Party bin und dann leuchte ich im Dunkeln. Und deswegen dachte ich mir, ich verwende diesen pinken, weil der pinke passt heute super, super gut zum Thema. Und ich werde mir jetzt hier mal was versuchen zu machen. Und zwar dachte ich mir an so eine Linie hier oben. Sehr dick. Und eventuell auch noch hier unten. Genau. Das ist jetzt einfach nur mal zum Testen und zum Schauen.
Ich werde das auch dann einmal mich dann selber anschauen, dort mit dem Handy. Welche Farbe das leuchtet überhaupt? Ob das einfach nur so Neon ist? Weil so unter meiner Brille wird das dann richtig krachen, ne? Also ich meine, es ist eh hier oben, ne? Ich habe mir das jetzt hier oben gemalt. Und ja, ich werde mir jetzt aber noch ein bisschen Glitzer auf alle Fälle holen, Glitterliner holen, und wir werden das Ganze noch vervollständigen, auch mit Eyeliner. Und ja, dann zeige ich euch das Ganze. So, der Augenlook ist jetzt einmal fertig und so schaut das jetzt einmal aus. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden, obwohl es nicht einfach war, das sage ich euch gleich. Es war ziemlich schwierig, vor allem wenn man nicht mehr ganz so junge Augenlider hat und dann da was drauf malen soll, was auch akkurate Linien hat. Ja, ist es etwas schwierig gewesen. Ich sage jetzt, was ich verwendet habe. Ich habe außerdem versucht, mit so einem Lip Liner das zu machen, obwohl der eher ein bisschen härter ist. Nee, kann man vergessen, hat man gar nicht gesehen. Ich habe auf alle Fälle den von Catrice, von Jungle Book, diese Trust in Me auf die Wasserlinie gegeben. Dann habe ich noch mit dem Glitzerliner hier oben gearbeitet. Mit dem Epic Wear Liner von NYX habe ich die Herzchen gemacht, was aber gar nicht einfach war, weil das eben so ein flexibles Pinselchen ist. Die Man Eater Waterproof Mascara. Ich finde allerdings, da kommt immer mehr Produkt jetzt irgendwie raus, keine Ahnung. Dann habe ich mit dem Glitterliner, also mit diesem Glitzer-Eyeliner, versucht mir einfach nur einen Strich quasi, also ohne Wing, weil ich eben da diese ganzen Sachen geklebt habe. Und ich finde, die passen richtig gut dazu. Den werde ich jetzt auch aussortieren, weil der nicht mehr so gut malt, wegen die ganzen Duochromes, und habe jetzt dann diesen Easy Liner jetzt genommen. Genau. So, das ist jetzt einmal der komplette Augen-Make-up-Look. Und jetzt machen wir weiter mit Primer. Und zwar habe ich da zwei Stück. Und zwar einmal habe ich den Fix and Rouge Primer, der ist für feuchtig. Eigentlich ist er ein Satin Soft Blurring Primer. Ich finde aber nicht, dass der so blurrt. Ich finde, dass er eher nur Feuchtigkeit spendend ist. Aber wir schauen sich das jetzt gleich einmal an. Der ist auch so rosa und nicht so ganz leicht runny, nur eigentlich von der Konsistenz. So, ich schaue mal beide Seiten an. Ja, vielleicht ganz, ganz leicht, aber ich gebe mir immer gern, kann ich da ja jetzt schon mal ein bisschen entlang gehen. Den Rest muss ich dann meinen Concealer wegmachen, weil auf der Seite habe ich es ein bisschen übertrieben mit Make-up, also mit die Farben. Genau, aber ich mache mir immer noch einen Blurring Primer drauf, und da habe ich den von einem Blur Stick von Revolution Pro. Und den schiebt man einfach so raus und dann kann man den in der T-Zone, trage ich mir den einfach immer nur auf. Ein paar Primer habe ich dann noch zum Testen und dann kriegt es auch ein Sammlungsvideo von mir. Von jeder Kategorie, aber jetzt waren wir ja beim Primer, ne? Das vermische ich mir hier jetzt noch ein bisschen. Genau. So, als nächstes kommt die Foundation dran. Und da habe ich von Rimmel London die Lasting Radiance Medium Coverage Anti-Pollution Foundation mit Lichtschutzfaktor 25. Die schüttle ich jetzt einmal. Und dann trage ich mir die auf einen Foundation Brush einfach auf. Schaut schon krass aus heute mit Make-up, ne? Also viel, viel mehr wie normal. Aber es ist halt Valentinstag, ne? Da kann man schon ein bisschen auf die Kacke hauen. So, drei Pump-Hübe, das mache ich eigentlich immer. Drei ist eine gute Zahl.
So. Was stand da jetzt? Full Coverage Foundation oder so? Muss gleich nochmal schauen. So, was stand da jetzt drauf? Medium, okay, Medium Coverage, okay. Ja. Ich glaube aber, die ist gut. Ich habe aber noch was, und zwar ich habe ein neues Schwämmchen. Und das testen wir jetzt gleich einmal aus. Und zwar von Revolution, von der It Collection. Warum ist das alles zu? Ich mag es einfach mal von unten auf. So. Mega cool. Wie so ein Luftballon. Ich habe das bei Busi Shop bestellt. Ich glaube, das gibt es auch noch. Genau. Also sprühe mir das ein bisschen ein. Mit meinem Setting Spray. Wahnsinnig viel größer wieder nicht. Aber ich finde es halt mega cool. Ne? Diese Verpackung ist ja mega. Und damit arbeite ich mir das jetzt natürlich ein, so wie immer. Hat aber ein bisschen das auf der Nase, was ich vorher gehabt habe, hier abgedeckt. Das finde ich gut. Und so eine Medium Coverage, ja, bin ich dabei. Die ist nicht full full. Aber für meinen Gesichtstypen, für meinen Hauttypen ist die gut, weil ich finde, die liegt nicht so drauf auf die Poren. Die ist nicht zu überdrüber. Weil oft ist es so, das liegt dann so auf und das schaut einfach nicht gut aus. Ich will ja nicht unbedingt sehen, dass ich kiloweise Make-up drauf habe. Ne? Habe ich ja auch nicht und soll man auch nicht so sehen. Es soll einfach nur ausschauen, wie wenn die Haut ein bisschen schöner ist. Ne? Perfektionierte Haut, so soll es ausschauen. Also finde ich zumindest. Jeder mag was anderes. Wenn ihr lieber Full Coverage seid, dann macht's das bitte. Hab ich nichts dagegen. Okay, ich habe noch einen anderen Eyeliner gehabt. Den muss ich dann ein anderes Mal verwenden. Genau. Ich sehe gerade, ich habe keinen Concealer mehr hier auf die Seite gelegt. Ich glaube, bei den Concealer bin ich auch durch, deswegen nehme ich meinen, wenn ich ihn finde. Ah ja. Dann nehme ich den Kiko, weil den will ich aufbrauchen und der ist auch ein bisschen aufhellend. Da ist eh nicht mehr viel drinnen. Ich nehme auch ehrlich gesagt nicht viel Concealer, nur so ein bisschen unter die Augen und sonst nee. Also außer ich muss irgendwie, ich habe so krass unreine Haut, dass ich Spot Concealing mache. Aber sonst eher nicht. So passt das. Also, ich sage mal so, der Sponge ist schon ganz gut, aber so unterm Auge ist er nicht optimal, weil er eben so rund ist. Ne? Das sind die, was so Spitzen haben, auf alle Fälle besser. Und ich finde leider, der Concealer hat jetzt nicht so viel bewirkt. So, und probiere das jetzt noch einmal. Das ist schon komisch. Ich finde so unterm Auge hier, vor allem hier, hat er echt nicht viel gemacht jetzt. Ich mache dann eh noch ein Puder drüber, aber trotzdem sollte der da schon ein bisschen was machen, ne? Ja, ein bisschen. Weil auch wenn ich müde bin, darf man das nicht sehen, ne? Oder sollte man nicht sehen. So, wir lassen das jetzt, beziehungsweise gebe ich mir jetzt einmal ein Puder drüber
Also in die Mitte vom Gesicht auf alle Fälle. Puh, ich schaue schon ein bisschen hell aus, ne? Aber eigentlich passt's. Ich bin halt so hell anscheinend. Ja. Egal. Ich gehe mal von Rival de Loop das Powder Pro Kollagen drauf. Und das gebe ich mir aber nur so in die Mitte vom Gesicht. Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das also ich finde bei Puder, also es gibt wenig Puder, finde ich, die was wirklich total abkacken, ist meine Meinung dazu. Aber ja, das passt auf alle Fälle. So. Genau, nur dass ich nichts vergesse hier. Keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen wollte oder machen wollte. Egal, wir machen jetzt weiter. Und zwar machen wir jetzt weiter mit Cream-Produkte. Und das machen wir eh immer so. Und dann nehme ich mir. Ist dir was runtergefallen? Das von Fenty, das Cream. Und in der Farbe Butter Biscuit. Und ich finde, das ist halt einfach auch ein guter Ton, um zu konturieren. Und deswegen nehme ich das als Cream Contour einfach. Weil ich finde, für einen Bronzer ist das einfach zu kühlstichig. Ist halt ein normales Produkt, was ich in meiner Aufbau-Challenge auf alle Fälle drin habe. Und ich brauche jetzt wirklich ein bisschen eine Farbe. Also, weil sonst schaue ich so weiß aus. Das geht gar nicht. Also, es wird schon Zeit, dass der Sommer wieder kommt. Ganz eindeutig. So, dann stürze ich mich, das sind auch Produkte zum Aufbrauchen, über meine Nasbronzer. Die mische ich immer zusammen, weil der eine ist mir irgendwie zu dunkel und der andere ist zu hell. Deswegen habe ich beschlossen, ich will beide aufbrauchen und deswegen mische ich beide zusammen. Aber immer nur ein Stupser, weil das so krass pigmentiert ist. Es hat auch ein bisschen an Glow und ja. Das gebe ich mir jetzt hier auf. Das nächste Produkt ist wieder ein Shop My Stash Produkt und zwar aus meiner Sammlung. Und da habe ich von Lotte London das Sweet Blush und das trage ich mir jetzt auf. Ich gebe mir das einfach am Handrücken. Was. Weil ich versuche halt schon auch immer meine ganzen Produkte auch, vor allem die Creme-Produkte auch aufzubrauchen und das ist halt immer sehr schwer, ja, wenn man so viel hat, ne? Aber das ist echt süß, das ist ein süßes Rosa, das bleibt definitiv. Ich habe mir viel vorgenommen für dieses Jahr zum Aufbrauchen. Mal schauen, ob mir das gelingt oder nicht. So, dann geht's weiter. Und zwar mit Liquid Highlighter. Dann machen wir das gleiche. Da habe ich von Alverde diese Glittertube für Haut und Haar. Das heißt, das könnte ich vielleicht dann später auch noch in mir in die Haare geben. Gebe mir ein bisschen was wieder am Handrücken auf. Und dann nehme ich mir wieder den Sponge. Ja, verteilen wir das einfach. Und kommt darauf. Und heute kann es auf alle Fälle genug Glitzer sein. Und ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich glaube, das werde ich aussortieren, weil mir das einfach zu glitzerig ist. Und das schmiert auch so komisch. Also da ist irgend so eine Base drinnen. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem hier ist so glitzerig, hier ist fast nichts. Und auf meiner Hand, ja, ist die Party am Abgehen auf alle Fälle. Das mag ich gar nicht. Das mag ich echt nicht. Also, nee, das wird aussortiert auf alle Fälle. So, dann machen wir weiter mit den Pudertexturen. Und da habe ich von Love, das ist der Original Bronzer.
Ja, DJ Schmidt, da gibt es ja auch so eine Edition mit dem gleichen, aber ich habe den Originalen halt. Damit fixiere ich mir einfach noch alles und gehe dann nochmal drüber. Dann habe ich noch einen Bronzer. Das ist jetzt wieder Shop Mastash Produkt von Ateco. Bronzing Powder Compact. Ja. Und den habe ich noch gar nicht so lange und der schaut mega schön aus. Das ist so ein Bronzer Schimmer, würde ich sagen. Ich gehe in beide Seiten rein und gehe hier mal drüber. Ja, der ist eigentlich ganz schön. Ist nichts Weltbewegendes, aber ist okay. Den werde ich auch, der wird auch in meiner Sammlung bleiben. Einen neuen von W7. Ich finde, der passt halt das voll super. Sweet Nectar Blusher. Mal kurz hier das Plastik runternehmen. Und zwar schaut euch an, wie süß der einfach ist. Mit so Schwalben drauf. Oh mein Gott, der ist so cute. Dann nehme ich meinen P. Louise Pinsel und gehe hier mal rein. Wow! Der ist heftig. Okay, ich packe mir jetzt auf jeder Seite, also ein Dingens für beide Seiten, ne? Also krass. Wow. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Also, das ist Highlighter des Todes. Wo ist denn das ein Blusher, oder? Ah, bist du narrisch? Oh mein Gott, ist das krass, ist das krass, ist das krass. Mann, ich liebe das hier und es passt auch voll heute zum Look dazu, ne? Ich habe mir jetzt schon, aber ich glaube, das ist die erste Schicht, weil schaut mal, wie krass das jetzt ausschaut, wo ich reingegangen bin. Wie wenn das so ein All-Over-Spray irgendwie wäre. Vielleicht war das jetzt auch von den Schwalben, also das muss man noch weiter beobachten, genau. So, ich gehe jetzt einmal mit den Seoul Clean Powder gehe ich jetzt einmal rein und werde mir meine untere Augenpartie einfach einmal setten. Mit so einem Puffelchen. Da gehe ich mit dem, was da im Deckel drin ist, gehe ich einmal rein. Und sette mir das Ganze, dass da ja nichts irgendwo reinkriecht. Also ein bisschen Glitzer hat es verloren auf alle Fälle, aber ist nicht so schlimm. So, und jetzt ein neues heißes Produkt und zwar, und ich hatte vorher einen anderen Highlighter hier drinnen. Aber den musste ich rausgeben, weil ich habe heute von Catrice aus der Valentins Edition, und das passte so perfekt, habe ich diesen Highlighter bekommen. Ich muss sagen, im Geschäft hat der viel heller ausgesehen, aber egal, wir tragen sich den jetzt auf. Ich bin ja schon sehr, sehr gespannt, aber eigentlich habe ich es mir eh nur gekauft wegen dem Packaging. Ja, aber das passt ja eigentlich ganz gut dazu, zu diesem rosanen Blush, Blush-Highlighter. Jetzt noch den Highlighter hier drüber. Wow, ich finde den mega. Also in Verbindung, aber auch mit diesen geilen Blush-Highlighter-Dingens. Keine Ahnung, was ich da noch sagen soll. So, jetzt habe ich aber noch ein Finishing Powder von Trend It Up. Das setzen wir uns jetzt noch so richtig drüber, um ein bisschen zu schärfen und um das noch ein bisschen abzumattieren und alles zu verbessern. Also mattieren kann man da, glaube ich, nichts mehr. Das ist zu spät. Fürs Mattieren ist einfach schon zu spät. So, hier schärfen wir ein bisschen und na, da kann man gar nichts mehr machen. Also nur einfach verbinden das Ganze. Also ich finde es ja eh mega cool, ne?
Vor allem, es passt halt einfach auch voll, weil ich jetzt nachher zur Party gehe, weil ich mir da vorher dachte, ob ich mir hier noch ein Brass Glitter auftrage. Aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht. Ich glaube, wir haben genug Glitzer jetzt im ganzen Gesicht. So, also das Puder passt, ne? Das war auch ganz schön, ne? Man kann mit dem immer am Schluss nochmal so drüber gehen, genau. Was ich aber schon wieder vergessen habe, ist meine Augenbrauen zu machen. Die zwei Produkte, das sind einfach meine Staple-Produkte, also jetzt schon des Längeren. Vom Shop Missa, diese Augenbrauen-Stift einfach, der was perfekt die Farbe einfach ist. Deswegen verwende ich den noch jedes Mal. Und der war einfach mega, mega gut. Und das Augenbrauengel von Rival de Loop. Schaut ja schon mal viel besser aus auf alle Fälle, ne? Und jetzt kommt noch meine Lippenprodukte dran. Und zwar habe ich einmal von By Terry habe ich diesen Lip Liner. Hat der eine Farbe? Ich glaube. Oh ja, Farbe 4 Red Ken Ken. Und den Lippenstift von Vibo. Und das ist so ein schöner Rot mit Glitzer. Pflegend auf alle Fälle. Aber es muss jetzt noch ein Lip Oil drüber. Und zwar von NYX, das Fat Oil in der Farbe That's Chic. So, und das ist jetzt schon der fertige Look. Also die Lippen, also es ist so richtig heftig. Später werde ich mir dann einfach nur noch ein Lipgloss drüber geben, weil ich hasse das, wenn nur der Lip Liner übrig bleibt. Und rote Lippen sind immer sehr schwierig für unterwegs. Und ich habe jetzt noch einen mega coolen Spray und ich finde, der passt super dazu heute. Und zwar ist es vom W7, der Pink Diva Body Mist. Und wir sprühen, also ich sprühe mir das jetzt auf und boah, das hat so einen tollen, lieblichen Duft und ich finde, der passt mega dazu. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich wieder mitmachen durfte bei der Kooperation. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, so wie beim letzten Mal. Schöne Grüße an die anderen Mädels. Schaut gerne bei Dienern bitte vorbei und lasst auch ein bisschen Liebe da, wenn ihr bei mir das Video fertig geschaut habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!